Hallo liebe Teefreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch einen Tee vorstellen, den ich persönlich sehr gerne mag und der eigentlich schon mal mehr oder weniger ausverkauft war oder ja, den es eigentlich nicht mehr gab. Und da möchte ich vielleicht mit einer kleinen Anekdote anfangen. Es ist ein bisschen älterer Tee. Es ist ein Oolong aus Taiwan. Ich halte ihn hier einmal ins Bild. Der Formosa Dongding 2005 Chin Chin Guifei. Ich halte das einmal hier so ein bisschen ins Bild, vielleicht auch noch gleich nochmal mit einer kleinen Nahaufnahme. Ja, wir hatten den Tee schon, ich glaube, vor 3, 4 Jahren mal ins Programm aufgenommen und dann war er aber, wie gesagt, ausverkauft, nicht mehr lieferbar. Und ja, letztes Jahr waren wir in Taiwan bei Meister Aton Sheng. Hups, eine kleine Böe. Und ich habe dann nochmal nachgefragt und auf Anhieb hat er den Tee auch nicht gleich gefunden. Und mir ist dann eigentlich auch, wir können vielleicht an dieser Stelle nochmal gleich ein Bild von seinem Lager einblenden. So ein kleines Foto. Ist mir dann erstmal bewusst geworden, was das heißt. Tauf wieder auf. Also es ist wirklich ein Lager mit vielen, vielen Säcken von Oolong, die überall verteilt, übereinander, untereinander sind. Naja. So, als wir da waren, ganz schnell hat er ihn da nicht gefunden, aber dann kam irgendwie diesen späten Herbst, frühen Winter die Nachricht, oh, der Tee ist wieder da. Er hat ihn doch noch gefunden. Ja, und da haben wir uns sehr gefreut. Und deshalb ein bisschen auch, da konnten wir jetzt doch noch mal ein bisschen was erwärmen. Deshalb möchte ich einfach diesen wunderbaren Tee noch mal vorstellen. Handelt sich ja beim 2005er um einen gelagerten Oolong. Der ist jetzt schon. Ja, ist schon 15 Jahre gereift, sag ich mal. Ich sage jetzt gar nicht mal alt. Im Gegenteil, das ist ja eine schöne langsame Reifung und ist sicherlich auch schon das ein oder andere Mal nachgeröstet worden. Ja, ich halte hier einmal gerne das gerollte Blatt auch nochmal ein bisschen ins Bild. Man sieht das hier vielleicht sogar auf den Weiten schon ganz gut. Wir können da auch nochmal nah rangehen. Ja. Ich würde sagen, das geht gleich erstmal los. Ich werde parallel, während ich hier den Tee aufgieße, einiges zu dem Tee erzählen, wo er genau herkommt und ja, natürlich auch versuchen, ein bisschen auf den Geschmack einzugehen und auf ein paar Besonderheiten. Ich habe hier parallel schon mal meinen Ofen angeheizt, denn es ist ein bisschen kalt draußen, aber es macht trotzdem Spaß, draußen Tee zu trinken. Deshalb habe ich hier kochendes Wasser und heize auch schon mal meinen Gaiwan hier ein bisschen auf. Das ist natürlich. Ich finde das immer schön, gerade dass man einmal alles vorher mit kochendem Wasser erhitzt. Aber an so einem kalten Tag ist es nochmal extra wichtig. Sonst kühlt das nämlich ziemlich schnell ab. Den Pitcher rein und einmal auch ein bisschen in die Cups. Da kann das Wasser dann auch gerne noch ein bisschen zum Ende bleiben. Das war jetzt sogar ein bisschen viel. Sehr schön. Ja, der Tee, die Dosierung, das ist natürlich auch immer wieder so eine Frage. Ich habe jetzt wieder mal keine Waage mit dabei. Das ist nicht unbedingt notwendig, wie ich finde. Man kann aber sagen, dass man sicherlich so zwischen 3, 4, 5 Gramm, je nach Geschmack, auch gerne so auf 100 Liter dosieren kann. Es ist auch so eine ganz gute Faustregel, wenn man sagt, also es sind jetzt ja im Moment noch kleine gerollte Blätter, wenn das so gut den Boden vom Gaiwan bedeckt. Ja, also ist auch gerade bei einigen schönen Tees nicht immer bei den Oolongs perfekt, wenn man sie überdosiert. Wir gucken mal. Ich finde das eine schöne Einst mit diesem Tee eine schöne Dosierung, wenn man so ungefähr den Boden bedeckt. Ja, wir hatten jetzt hier gerade schon heißes Wasser drin. Ich habe einen Augenblick gewartet, aber das möchte ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen, dass ich jetzt einmal noch so am warmen, trockenen Blatt. Schnupper. Rieche, das riecht sehr, sehr schön. So ein bisschen, ja, wirklich nach gereiften Trockenobst, würde ich mal sagen. Schön intensiv, leichte Röstnote. Bekommt man auch schon mit. Sehr schön. Ja. Dongding. Den Namen haben wahrscheinlich viele Oolong-Trinker schon mal gehört. Und es handelt sich dabei in der Tat um einen Berg, den Dongding Shan, in Nantou Country in Taiwan. Und da es heutzutage in Anführungsstrichen sogar schon Dongdings aus Thailand oder sonst wo gibt, merkt man schon, der Begriff, weil er jetzt auch vielleicht nicht geschützt ist, ist in der Tat
in die Teewelt auch getragen worden, dass man viele bezeichnen auch diese gerollte Art von Oolong als Dongding. Ja, also dieses ist ein Dongding, der wirklich auch vom Dongdingberg kommt in Taiwan. Das liegt ziemlich zentral im Zentrum von Taiwan. Ich mache jetzt parallel, versuche ich schon mal hier ein bisschen den Tee anzuwärmen, dass ich einmal schon ein bisschen heißes Wasser raufgieße, dass das Blatt ein bisschen warm wird. Diesen ersten Aufguss sozusagen oder Aufweckgang, den werde ich jetzt noch gar nicht trinken. Ich kann schon einmal ein bisschen abgießen. Das ist einfach mal, dass das Blatt einmal schon warm wird. Und das gebe ich nochmal unseren Pflanzen hier. Ja, der Berg wird auch gefrorener Berg genannt, weil die Spitze teilweise gerade im Winter dann auch sogar mit Schnee bedeckt ist. Ein bisschen auch auf den Namen noch einzugehen. Also Dongding ist jetzt in dem Fall die Herkunft dieser Berg in Taiwan. 2005, gut, das ist das Jahr, in dem der Tee geerntet wurde. Chin-Chin, das Kultivar, auf Deutsch wenn das übersetzt, so grünes Herz, das ist ja so das Kultivar, was auch gerade in den höheren Lagen sehr gut wächst. Das ist ja ein bisschen kleinblättriger, sehr robuste Teepflanze, die auch ein bisschen kältere Temperaturen sehr gut verträgt. Ja, die Blätter sind ein bisschen kleiner als viele andere Teestrauchsorten in Taiwan. Es ist jetzt der Ertrag vielleicht nicht ganz so hoch, aber ja, eigentlich eins der schönsten Kultivare, wie ich finde, oder schmackhaftesten. Und dann haben wir hier noch einen Zusatz mit dem Gouffet. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das heißt ja so viel wie von einer Zikade gebissen. Ja, da handelt es sich in Taiwan um eine ganz spezielle Sorte, die Jakobiaskar Formosana. Das ist eine kleine, ganz kleine grüne Zikadenart. Sieht aus so ein bisschen wie kleine grüne Grashüpfer. Ich habe da auch schon mal im Oriental Beauty Video drauf verwiesen. Genau, da braucht man sie eigentlich auch, um diesen Tee zu produzieren. Und wenn die Teebüsche sozusagen in Anführungsstrichen befallen, also die Teeblätter beißen und dann entsteht, weil das Blatt im Prinzip am Busch schon so ein bisschen wie vertrocknet aussieht, aber dadurch entsteht eine besondere Süße. Das gibt dem Tee eine besondere Süße und da werden wir auch jetzt im weiteren Verlauf nochmal drauf eingehen. Jo. Ich mache jetzt hier mal den ersten Aufguss. Man sieht, meine Blätter sind schon ein bisschen warm und aufgequollen. Oh, ich sehe, ich habe ein bisschen mit dem aufkommenden Wind zu kämpfen, was meine Teepackung hier angeht. Ich versuche das nochmal. So. Ich sehe jetzt schon, ich habe heute mal wieder einen Gaiwan genommen, weißen, damit ich hier so ein bisschen auch sehe, wie sich die Blätter entwickeln. Das sieht schon sehr gut aus hier im ersten Aufguss. Der wird ein bisschen milder noch sein. Der Tee muss natürlich erstmal wirklich warm werden. Lagert ja auch schon so ein bisschen, ne? Gut. Mache ich hier mal meinen ersten Aufguss. Ja, eine wunderschöne Farbe. Das ist ein richtig guter Tee auch für, finde ich, Wintermonate durch diese etwas stärkere Röstung. Ich halte hier mal den ersten Aufguss schon, hat auch schon eine sehr, sehr schöne Farbe, so ein bisschen bernsteinmäßig. Gieße ich mal hier ein. Werde mal den ersten Aufguss gleich genießen. Ich reiche mal ein Tässchen weiter, dass mein Kameramann da hinten nicht erfriert. Und schnupper noch einmal. Ähnliche Note. Oh. Sehr schön, auch so ein bisschen Trockenobst. So, wollen wir mal gucken. Ui. Ja. Erster Aufguss ist jetzt hier sehr süß, fast so ein bisschen Karamell, leichtes. Wie so eine Karamell-Nussmischung. Lecker. Ganz nach hinten raus hat man auch so ein ganz, ganz kleines Prickeln. Wie so ein, ja, ich will es nicht, also Astringenz ist es nicht, aber sowas, was trotzdem frisch ist. Fast ein bisschen, ja, wie so eine kleine Würze im Nachhall.
Das ist auch immer ein bisschen, genau, da ich bin gerade wieder so ein bisschen in mich gegangen. Jetzt gucke ich mal wieder ein bisschen besser in die Kamera, um das so ein bisschen nachzufühlen. Es ist, finde ich, immer so beim Oolong-Trinken ist immer so dieser erste Geschmack, der hinten an den Gaumen kommt und der so ein bisschen kitzelt. Das war jetzt wirklich sehr, sehr süßlich. Und dann kommt so ein bisschen, fast so ein bisschen was Obstartiges und geht in so einem Abgang so ein bisschen in was Würziges über. Und das schon beim ersten Aufguss jetzt. Wir können ja mal gucken. Ich hatte jetzt ja wirklich auch nicht so hoch dosiert. Wir haben jetzt erst einmal aufgegossen. Aber mein Gaiwan, der ist auch schon halb voll mit den Blättern. Das ist, die sind natürlich ein bisschen enger gerollt. Wir werden nachher auf jeden Fall am Ende auch nochmal, ich lege den jetzt mal hin, ein Blatt rausholen. Jetzt mache ich erst nochmal einen zweiten Aufguss. Sehr schön. Ja, für sowas ist ein Gaiwan, finde ich, immer eine. Man kann natürlich auch ein schönes Kännchen nehmen, das kann man sich auch auswählen. Ist ein Gaiwan, aber eine gute Möglichkeit, um so ein bisschen das Blatt auch mal zu sehen. Finde ich auch recht schön, dran zu riechen. Ich gar nicht allzu lange warten, weil die Dosierung ist relativ. Sie war nicht übertrieben, aber hoch. Und wenn ich ein paar mehr Aufgüsse machen möchte. Ups, jetzt ein kleines Blatt mit reingekommen. Kann passieren. Kann natürlich sowas auch verhindern, wenn man noch so ein kleines Sieb mitnimmt. Kann ich beim nächsten Aufguss auch einmal noch mal kurz verwenden. Ja, sonst ist der Aufguss schön fast noch ein bisschen intensiver in der Farbe. Gucken wir mal, was sich geschmacklich entwickelt. So, dann gebe ich noch mal zweiten Cup hier weiter. Auch der Aufguss selbst riecht sehr lecker. Mal hier. Ja, also man hat ein bisschen was. Das ist auch gerade so in den ersten zwei, drei Aufgüssen eigentlich immer noch besonders da. Man hat ein bisschen so einen Hauch von dieser Röstnote. Aber sehr angenehm. Ein bisschen was nussig-fruchtiges. So eine Mischung, würde ich mal sagen. Jetzt gucke ich mal beim zweiten Aufguss. Geschmacklich. Ja, also nicht zu schnell urteilen, aber wenn man von diesem ersten Geschmack, den man auf der Zunge hat, am Gaumen, Unterschied, ist es vielleicht nicht ganz so süß wie der erste gewesen. Ein bisschen fruchtig süßer. Ja, und leichte, ganz leichtes Kitzeln, ganz leichte Würze auch wieder hinten im Abgang. Das wirkt auch immer noch so ein bisschen nach. Also wenn ich jetzt, während ich rede, oder das finde ich beim Oolong-Trinken schön, also es passiert auch im Nachhinein immer noch eine ganze Menge zwischen den Aufgüssen. Und es ist jetzt fast so, dass mir so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenläuft vor. Das ist ein bisschen Speichelbildung, ganz angenehm. Das ist auch immer für mich ein Zeichen für ein wunderbaren Tee. Ja, nochmal vielleicht paar Worte zu dem Dongding. Ja, also in Nantou, in dem ganzen Bezirk hat sich das sehr verbreitet, die Tees so gerollte Tees herzustellen. Und das kann man natürlich in ganz unterschiedlichen Röstgraden auch mit unterschiedlichen Teekultivaren. Also das ist jetzt hier eher, da sind wir eher bei einem sehr traditionellen aus dem Anbaugebiet für Dongding überhaupt, eben dem Dongdingberg. Und das muss man sagen, dass man jetzt diesen Befall von den Zikaden dort hat, das ist was man vielleicht auch gar nicht ganz so genau planen kann. Also als wir nachgefragt haben, ich gieße jetzt parallel nochmal ab, damit der Tee nicht zu lange zieht. Gerade in den Bergregionen kann man das jetzt nicht unbedingt planen. Das kommt auch immer aufs Wetter drauf an. Das sind Tiere, die eher im Sommer bei höheren Temperaturen kommen. Und es ist insofern auch immer ein bisschen da abhängig, was die Natur so bringt und was denn aber auch der Teebauer daraus macht. Also man würde diese Tees
Diese Teepflanzen werden nicht irgendwie behandelt. Das ist in der Natur gewachsen. Das ist ohne irgendwelche Pestizide oder sowas. Also da, die Natur ist da oben echt noch sehr intakt. Und ja, man im Gegenteil, man hat sogar, diese Insekten sind dann auch willkommen. Es gibt natürlich andere, die man versucht, ja, auch durch Bewuchs von anderen Pflanzen und organischen Sachen auch vielleicht nicht auf den Pflanzen zu haben. Aber gerade diese kleinen Zikaden sind durchaus beliebt. Dritter Aufguss. Nur man kann es nicht unbedingt planen. Man kann nicht sicher sagen, kommen sie auch, kommen sie nicht. Und die Pflanzen werden dadurch natürlich auch ein bisschen geschwächt. Also sprich, man hat dann nicht ganz so einen hohen Ernteertrag, aber man hat einen hochwertigeren Tee. Gebe ich nochmal den dritten Aufguss hier weiter. Dann freue ich mich schon. Jetzt ist der Tee, das ist vielleicht auch ein guter Moment, nochmal wieder in die Kamera zu halten. Jetzt ist der Gaiwan schon deutlich mehr als halb gefüllt. Die Blätter entfalten sich immer mehr. Ja, das ist deutlich zu sehen. Gucken wir mal. Genau der richtige Tee für so einen Wintertag, ihn draußen zu trinken. Wow. Noch deutlich intensiver jetzt der Aufguss. Ja, das ist Würze verbunden mit so einem Hauch Süße. Es ist auch fruchtig, aber es ist fast wie so ein bisschen Fruchtschalen jetzt schon, von getrockneten, ja, Mandarinen oder so, sowas in der Richtung. Hat man das Gefühl. Sehr komplex. Also der Tee. Alle drei Aufgüsse waren sehr unterschiedlich. Das finde ich ja, das hat mich von Anfang an bei dem Tee auch begeistert. Das zeigt eine echte Entwicklung. Also wir gucken mal, wie viele Aufgüsse wir jetzt hier heute machen. Wann vielleicht auch zu kalt wird. Aber da kann man einiges an Aufgüssen machen. Schön, das Wasser kocht hier auch die ganze Zeit. Das ist eigentlich auch wirklich das Beste. Das ist, finde ich, relativ wichtig, dass man da mit heißem Wasser aufgießt. Da holt man wirklich das meiste auch aus diesem Tee raus. Das kann auch mal einen Hauch länger ziehen. Was man auch sieht, was ganz typisch ist, das werde ich nachher auch nochmal, wenn wir aufhören, den Tee aufzugießen, mal zeigen. Es guckt jetzt hier zum Beispiel aus, so ein kleiner Stängel, guckt wirklich förmlich raus, dass auch Stängel mit dabei sind. Das gehört auch bei den hohen Qualitäten dazu. Wird einem in Taiwan auch gern mal so eine Anekdote erzählt, dass wenn, ja, Tee-Einkäufer aus dem Westen kommen und sagen, Mensch, jetzt soll ich so viel Geld dafür zahlen für so ein Tier und da ist noch so ein Stängel drin, könnt ihr das nicht ein bisschen besser sortieren? Nee, es ist wirklich so, dass die auch eine gewisse, also die natürlich jetzt nicht Stängel von unteren Teilen des Teebusches, aber von den, wo es zu den obersten Blättern geht, dass die auch eine gewisse Süße mit dabei haben. Man kennt das vielleicht auch, dass gewisse Stängel, feine Stängel, zum Beispiel in Japan, werden ja auch teilweise im Nachhinein wieder reingemischt, um dem Tee noch eine extra Süße zu geben. Also es ist auch ein Träger von Süße, der das hier vielleicht bei dem Gouffet, der sowieso schon einiges an Süße mit sich bringt, noch verstärkt. Habe ich jetzt mal einen Hauch länger ziehen lassen, den Aufguss, damit die Blätter sich auch mal mehr entfalten. Noch. Ja, man kann schon sehen, das war echt fast hier das Maximum. Klar, es gibt auch Leute, da quillt der Tee dann aus dem Gaiwan heraus. Aber ja, die Blätter brauchen meiner Ansicht nach schon immer ein bisschen Platz auch, um überhaupt noch ihren Geschmack gut abgeben zu können. Ja, schöne Farbe hier vom Aufguss. Tiefe Bernsteinfarbe. Passt sich dem Holz gut an. Ja, gelagerte Oolongs, dazu vielleicht noch mal ein paar Worte. Also, es ist so, ich finde, das ist ein schwer zu beschreiben, vom Geschmack her, wie sich die Lagerung auf Oolong auswirkt. Und es ist vielleicht auch nicht ganz so extrem. Dieser Tee ist jetzt schon 15 Jahre sozusagen gereift.
von Anfang an ein guter Tee gewesen, gut verarbeitet. Und ich trinke ihn jetzt eigentlich schon seit 3 Jahren, 4 Jahren, und es ist eine kleine Veränderung, also wenn überhaupt, eingetreten. Also es ist nicht so, dass sich so ein Oolong sehr schnell verändert in der Reifung. Es hängt natürlich von der Röstung auch ab, aber es ist ein langsamer Prozess. Ich würde aber fast sagen, das habe ich auch schon mit vielen anderen besprochen und auch so ist ein bisschen meine Erfahrung, dass es teilweise im Durchschnitt auch noch langsamer ist, die Veränderung, als jetzt bei Pu'er-Tees zum Beispiel. Aber gerade die gereifteren Oolongs, ich finde, die strahlen nachher auch so ein bisschen so eine Art Ruhe aus. Und das merkt man, finde ich, bei diesem Tee auch schon. Ist es ein Tee, für den man sich schon mal ein bisschen Zeit nehmen sollte. Aber auch im Nachhinein wirken diese Tees ein bisschen ausgleichend. Geschmacklich war jetzt dieser vierte Aufguss ja eigentlich so eine schöne Mischung von allem vorher auch. Also ich finde jetzt lustigerweise, dass eher die Süße zum Ende rauskam. Was heißt komischerweise? Die Röstnoten, die sind jetzt definitiv ein bisschen verflogen, geschmacklich. Das hat man nicht mehr ganz so. Es ist jetzt wirklich mehr das Fruchtige. Süße, würzige, vielleicht sogar so ein Hauch von einer ganz leichten, nicht allzu starken Minze im Hintergrund. Würde ich mal sagen. Und der Effekt wieder, auch wenn ich jetzt rede, so ich schon wieder ein bisschen Speichelbildung, schon wieder Lust auf den nächsten Aufguss, den ich hier auch gleich nochmal machen werde. Ja. Blätter steigen an hier. Mal rausklettern werden sie hier nicht. So viel habe ich nicht genommen. Was ich jetzt hier sehe, das ist ein bisschen schwer zu zeigen. Das ist vielleicht nachher sogar leichter zu sehen, wenn ich die Blätter nochmal raushol. Es ist ein relativ buntes Blatt. Man hat in der Mitte des Blattes sieht man schönes Grün. Man sieht außenrum die Teile, die leicht ange wo das Blatt leicht verletzt wurde, wo man auf jeden Fall eine schöne Oxidation am Blatt sieht, wo Zellsaft ausgetreten ist, ganz leicht. Das kann man hier bei diesem Blatt sehr schön erkennen. Das ist ja auch bei Oolong immer so, es ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage, ja, wie weit ist der denn jetzt überhaupt oxidiert? Da gibt es ja immer so circa Prozentzahlen, aber ich würde mal sagen, dass dieser hier mittelstark oxidiert ist im mittleren Bereich und vielleicht etwas stärker geröstet jetzt. Prozentual kann man sich da wirklich ein bisschen schwer festlegen. Es gibt welche, so ein Dark Pearl Oolong, der wirklich so 70, 80% oxidiert ist, oder naja, wenn man dann so ein Puschong im Kontrast hat, vielleicht mit 15 bis 20% ganz, ganz hellgrünlichen, da ist es immer relativ leicht hier bei diesen mittelstarken, sich auf eine Prozentzahl festsetzen, finde ich auch gar nicht so wichtig. Jo. Sehr schön. Wir sind jetzt hier schon beim fünften Aufguss. Also, was ich heute hier nicht machen kann, ist 12, 14 Aufgüsse. Das kann man gerne probieren mit diesem Tee. Die Zeit kann man sich mal nehmen. Ich möchte ihn auf jeden Fall, wollte ich den Tee ein bisschen näher bringen, wollte ihn mal vorstellen und eben parallel auch noch ein paar Erklärungen machen zu dem Namen, wo der Tee herkommt, dass er zu der Lagerung auch, zu dem Thema Gouffet. Ja, und da ist es natürlich so, bei dem Thema Gouffet, es ist schön, wenn man Quellen hat, wenn man weiß, wo kommen die Tees her, sind die Leute vertrauenswürdig. Es gibt natürlich auch einige, die sowas gerne schreiben und vielleicht gab es das gar nie. Ja, gibt es. Aber ich muss sagen, man schmeckt es auch heraus. Oh ja, jetzt ist es sehr ausgeglichen. Richtige Harmonie in der Tasse, muss ich sagen. Frucht mit so einer
Hauch, jetzt, wie, auch jetzt noch mal wieder, die Süße kommt jetzt eher so zum Ende. Es fängt fruchtiger an. Ja, ich möchte euch gleich die Blätter zeigen. Einmal, ich habe auch noch einen kleinen Schluck Wasser hier drin, gieße ich noch auf, weil es einfach geradezu lecker ist. Um damit schon aufzuhören. Jo. Einmal noch etwas. Und dann gucken wir uns die Blätter noch einmal an. Jo, ich nehme mal den zweiten Cup. Und Abguss. Sehr schön. Jo, ich kann ja mal hier sehen, dass ich hier ein paar Blätter einfach mal, oder ich hole da mal ein paar Blätter raus, die man vielleicht hier ganz gut. Ah ja, das ist ein schön. Man sieht im Prinzip, wenn man jetzt mal diesen Vergleich sieht, hier diese klein gerollten Blätter und dann was man nachher für Blätter im Endeffekt hat. Und die sind, man, ist es, man sieht auch ein bisschen Unterschiede. Also man hat hier hellere, man hat dunklere dabei, man hat hier auch so ein typisches Blatt dabei, wo gerade so der Rand stärker gedunkelt ist vom Zellsaft. Man hat hier seine Stängelchen auch mit dabei, von denen ich schon sprach. Also es ist wirklich ein. Ich packe hier mal so ein paar Einzelblätter hin, dass man das mal ganz gut sieht. Ja, und wenn man das Ganze mal sieht, was wir da jetzt sozusagen allein schon in 6 Aufgüssen haben, da sieht das dann nachher so aus. Wirklich sehr schön. Dampft noch das Blatt. Jo, ein kleiner. Sechster Aufguss noch. Ja, ich hoffe, dass einiges ein bisschen klarer geworden ist, auch zum Thema Gouffet, zu den kleinen Zikaden. Oh ja, sehr ausgeglichen. Also jetzt muss ich schon sagen, sehr ruhig der Tee. Also das, was ich sagte, ich finde jetzt, man. Ganz ein Tee, der erst vor 2, 3 Jahren oder sowas geerntet wurde, würde diese Noten nicht haben. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben für mich. Diese Note, die auch ja, so ein bisschen Ruhe verbreitet. Es ist immer noch viel Süße drin, aber das ist natürlich nicht das. Das ist schon auch dieses Gefühl, das der Tee in einem auslöst. Ich weiß, bei einer Oolong-Verkostung, da haben wir dann auch. Da war der Tee auch dabei, stimmt. Da haben wir einen 2017er aus von Dongding getrunken, diesen 2005er. Und dann, es gibt auch noch einen von 1980. Und am Ende waren alle im Raum einfach nur noch ruhig und haben gegrinst. Das war sehr schön. Ja, also mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, euch diesen besonderen Tee vorzustellen, der dann sozusagen nochmal wieder in unser Programm aufgetaucht ist. Und das war es mir einfach wert, das einfach auch nochmal ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Ich hoffe, es sind so ein paar Fragen, die ihr vielleicht auch hattet, geklärt worden. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch ja jetzt die nächsten Tage über schöne Tees in der Tasse. Und wir werden versuchen, wieder ein bisschen regelmäßig uns zu melden. Das hatte ich ja auch schon in dem Asamushi-Fukamushi-Video angekündigt, dass wir uns versuchen, ein bisschen regelmäßiger wieder zu melden. Es macht mir viel Spaß und ja, sendet auch gerne ein paar Fragen, auch Themen, die euch interessieren. Wir haben natürlich dadurch, dass wir viele Fragen im Laden und bei Verkostung haben, die wir dort direkt klären können, immer sehr viele Ideen schon, was wir machen können. Aber gerne sendet uns Sachen, die euch interessieren, können wir dann auch vielleicht gerne versuchen aufzunehmen. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao!